Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Daten aus dem RAID eines nicht funktionsfähigen MEOMEGA IX4-200DNS-Geräts wiederherstellen können. Sie werden erfahren, wie Sie den RAID-Level ändern, eine Netzwerkfreigabe hinzufügen, eine Netzwerkverbindung zum NAS einrichten und ein ICCI-Laufwerk schließen können. EOMEGA, jetzt im Besitz von Lenovo AMC, produziert eine beliebte Reihe von NAS-Geräten für die Speicherung großer Datenmengen. NAS ist ein an ein Netzwerk angeschlossener Speicherserver, der seinen Benutzern den Zugriff auf Daten ermöglicht. Häufig basiert die Speicherung von Informationen in solchen Geräten auf der RAID-Technologie. Ein NAS mit RAID ist eine zuverlässige Speicherlösung, aber es gibt Faktoren, die sie nicht beeinflussen. NAS-Geräte von EOMEGA Lenovo haben eine Lebensdauer wie jedes andere Gerät auch. Das bedeutet, dass alle Speichermedien nach einer Jahren der Nutzung ausfallen können. In der Regel beträgt die durchschnittliche Lebensdauer der meisten NAS-Geräte 3 bis 5 Jahre. Bei einem NAS-Ausfall geht der Zugriff auf die Daten, die auf dem Diskarray gespeichert sind, verloren. NAS-Geräte können aufgrund von Stromausfällen oder Spannungsschwankungen, Übersetzung, versehentliche Formatierung, Neuinstallation, Beschädigung des Dateisystems, in der Regel eine beschädigte Protokolldatei oder ein beschädigter Userblock und mechanischen Fehlern, Laufwerken, RAID-Controllern usw. so ausfallen. In den meisten Fällen verlieren NAS-Geräte nach einem Firmware-Upgrade Daten. Um ihre Dateien wiederherzustellen, benötigen sie eine spezielle Datenwiederherstellungssoftware. Der Hersteller verfügt über eine eigene Software, Lenovo AMC, um die Laufwerke wieder funktionsfähig zu machen. Das Problem ist jedoch, dass die Hauptfunktion der Software darin besteht, die Laufwerke neu zu formatieren. Wenn Sie die Laufwerke neu formatieren, werden Sie einfach alle Informationen los und es wird nicht einfach sein, sie wiederherzustellen. Im folgenden Video zeige ich Ihnen, wie Sie das richtige Programm auswählen, um die Informationen von der Festplatte eines funktionsfähigen NAS abzurufen. Dieses NAS-Modell erstellt bei der erst eine Richtung im automatischen Modus ein RAID. Um die RAID-Einstellungen zu ändern, öffnen Sie das Verwaltungsprogramm, gehen Sie auf die Registerkarte Speicher, Datenverwaltung und öffnen Sie Einstellungen. Wählen Sie den gewünschten RAID-Level und passen Sie weitere Einstellungen an und drücken Sie dann auf Übernehmen. Damit beginnt der Wiederherstellungsprozess, der recht zeitaufwendig ist. Während das Array neu aufgebaut wird, fahren Sie mit der Konfiguration des Speichers fort, fügen einen gemeinsamen Ordner hinzu und aktivieren die Netzwerkprotokolle. Um einen neuen Ordner hinzuzufügen, öffnen Sie die Registerkarte Speicher, vorgegebene Ressource, vorgegebene Ressource hinzufügen. Geben Sie einen Namen an und klicken Sie auf Erstellen. Erwarten Sie dann die Registerkarte Berechtigung, um die Berechtigungen festzulegen. Legen Sie hier die Berechtigungen für alle fest. Und fügen Sie den gewünschten Benutzer hinzu, indem Sie auf das Pluszeichen Berechtigungen hinzufügen klicken und auf Übernehmen klicken. Nun müssen die Netzwerkprotokolle für die Verwaltung des Zugriffs auf das Laufwerk aktivieren. Gehen Sie zur Registerkarte Netzwerk, Protokolle, aktivieren Sie die gewünschten Netzwerkprotokolle, indem Sie den Schieberegler in der entsprechenden Position schieben und klicken Sie für zusätzliche Einstellungen auf das Zahnrad neben dem gewünschten Protokoll. Um eine ICCI-Verbindung einzurichten, gehen Sie auf Registerkarte Speicher, ICCI, aktivieren Sie sie und klicken Sie auf ICCI-Platte hinzufügen.
Geben Sie einen Namen ein, legen Sie die Größe fest und klicken Sie auf Erstellen. Weitere Einstellungen finden Sie in Einstellungen. Auf der nächsten Registerkarte können Sie die Rechte für das Laufwerk konfigurieren. Als nächstes müssen Sie es nur noch an den PC anschließen. Starten Sie den ICC-Initiator. Geben Sie die IP-Adresse des Servers in das Objektfeld ein und klicken Sie auf Schnellverbindung. Positionieren Sie dann das Laufwerk in der Datenträgerverwaltung. Woraufhin es im Explorer erscheint. Im Falle eines NAS-Ausfalls können Sie versuchen, Linux zu verwenden. Linux ist eine natürliche Umgebung für die meisten NAS-Server, da sie mit Linux-Dateisystemen formatiert sind. Wenn Sie mit dem System nicht vertraut sind, ist dies jedoch nicht empfehlenswert, da falsche Befehle die Informationen auf den Datenträger überschreiben können. Die richtige Lösung ist die Verwendung einer spezialisierten NAS-Datenwiederherstellungssoftware. Das liegt daran, dass auf den meisten NAS-Geräten eine angepasste Version von Linux läuft und die Festplatten mit dem Dateisystem XT in XFS und BitRefs formatiert sind. Die RAID-Systeme der meisten Geräte basieren auf zwei Technologien, MDM und LVM. Wenn die Laufwerke direkt an einen Windows-PC angeschlossen sind, können sie nicht gelesen werden. Um die Laufwerke zu lesen und Informationen von ihnen abzurufen, verwenden Sie das bewährte NAS-Datenwiederherstellungstool Helping RAID Recovery. Das Programm unterstützt die meisten gängigen Dateisysteme auf Bautechnologien und RAID-Typen und in den meisten Fällen wird es sichtbarste RAID automatisch wiederherzustellen. Bereiten Sie zunächst genügend Kabel vor, um die Laufwerke anzuschließen. Es ist besser, SATA-Kabel zu verwenden und Laufwerke direkt an Ihr PC-Motherboard anzuschließen. Aber wenn Sie nicht genügend freie Ports auf Ihrem Motherboard haben, können Sie USB-to-SATA-Adapter verwenden. Bereiten Sie auch ein zusätzliches Speichergerät vor, auf das Sie die wiederhergestellten Daten kopieren. Externe Laufwerke, einen anderen Netzwerkspeicher oder ein anderes Gerät. Entfernen Sie die Laufwerke von NAS und verbinden Sie sie mit Ihrem Windows-PC. Öffnen Sie nach dem Booten des Systems die Datenträgerverwaltung und prüfen Sie, ob Sie im System erkannt werden. Das Betriebssystem fordert Sie möglicherweise auf, die Laufwerke zu initialisieren oder zu formatieren, um Zugriff darauf zu erhalten. Tun Sie dies auf keinen Fall, da Sie sonst die restlichen Informationen komplett überschreiben können. Laden Sie das Programm herunter und führen Sie es aus. Helping RAID Recovery erkennt automatisch Festplatten, zieht Serverinformationen von ihnen ab und sammelt zerstörte RAID von ihnen ein. Wie Sie sehen, hat das Programm das RAID Array schnell zusammengestellt. Es wird oben in der Datenträgerverwaltung angezeigt und zeigt ein freigegebenes Laufwerk und seine Partitionen darunter an. Da dieses Gerät auf der Linux-LVM-Technologie basiert, wird das Laufwerk Array im Programm in einer separaten Zeile RAID-Partitionen angezeigt. Dieser Abschnitt basiert auf dem XFS-Dateisystem. Um auf den Inhalt eines Abschnitts zuzugreifen, müssen Sie ihn scannen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Abschnitt und wählen Sie Öffnen. Wählen Sie die Art der Analyse und klicken Sie auf Weiter, um die Suche nach verlorenen Dateien zu starten. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist und klicken Sie anschließend auf Fertigstellen, um zum Inhalt des Abschnitts zu gelangen. Wie Sie sehen, hat das Programm also alle Dateien gefunden und angezeigt, die auf die Festplatte geschrieben wurden. Markieren Sie zum Wiederherstellen die Dateien, die zurückgegeben werden müssen, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie das Laufwerk aus, aus dem Sie gespeichert werden sollen, und geben Sie den gewünschten Ordner an und dann auf Wiederherstellen und fertig. Gehen Sie dann zum angegebenen Pfad und suchen Sie nach den wiederhergestellten Dateien.
Python Rate Recovery verfügt über zusätzliche Funktionen zur Verbesserung der Effizienz bei der Arbeit mit RAID-Festplatten, die Anzeichen von Hardware-Defekten aufweisen. Mit dem Programm können Sie Images von Festplatten erstellen und Analysen von Images durchführen, wodurch die Belastung der Festplatten verringert und deren Ausfall verringert wird. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.